Nee. So. Dann mal wieder zurück. Raus aus dem Dungeon und rein in die Welt. 366 Kugeln habe ich noch. Das ist noch vertretbar, hoffe ich doch. Ich hoffe, ich brauche nicht irgendwie noch 40.000 weitere Kugeln jetzt, bevor ich jetzt, wenn ich nach Quintara aufbreche. Hoffe ich wirklich. Ansonsten könnte es etwas eng werden. Apropos Kugeln, ich glaube, wir werden herstellen, glaube ich. Ich glaube, die... Genau. Inkredenzien habe ich ja dafür. 406, Wahnsinn. Also 20 Kugeln habe ich wieder zweimal als Peter verbraucht. Ah, ich muss mehr kaufen, mehr kaufen, mehr kaufen. Speichern. Raus mit uns. Gut, keine Gefahr. Nimm. Ich glaube, ich gehe ganz kurz vorher nochmal nach Nebelbergen, Stillwaters da oben. Um noch ein paar Kugeln zu kaufen. Das scheint mir sonst so unsicher zu sein. Natürlich nicht so unsicher wie für die Wölfe hier, aber trotzdem unsicher. Bin übrigens nicht sicher, wenn wir nochmal zu Thrain, keine Ahnung wer er hieß, stoßen würden, ob der uns dann sozusagen, oh, danke schön, ob er uns vielleicht auch irgendeinen Dank geben würde. Nimmst du die Pflanze jetzt? Ja. Dafür, dass wir seinen Bruder gefunden haben. Oh, da ist ein Gold dabei. Und ein Schwertchen. Ach, na gut. Ah, warte mal. Ich stehe zu weit weg, ist mir egal. So, haben wir das. Und wir gehen weiter nach Nebelbergen. Wir gehen weiter nach Nebelbergen. Hatten wir noch irgendwas Magisches dabei? Ja, hatten wir tatsächlich. Aber das identifizieren wir jetzt mal nicht, sondern wir wollen wirklich nur Patronen kaufen, Salpeter-Krams und dann ab. Keine große Show machen, weil ich will in dieser Folge auf jeden Fall mal Stillwater und vielleicht noch ein bisschen die Stadt erkunden, bevor ich jetzt hier großartig noch mich in Nebelbergen aufhalte. Ist hier noch irgendwas? Kohle, also. Vielen Dank. Hallo, Wetterschmied. Frage... Hat mich Würgel gerade zu Tode geheilt? Ich glaube ja. Hat er mich gerade ernsthaft zu Tode geheilt? Du alter Depp. So, ich gehe nochmal nach Nebelbergen. Muss ich ja. Junge. Wahrscheinlich gibt es ein... Ja. Was wünscht ihr von mir? Dass du mich nicht zu Tode heilst, das wäre super. Was wünscht ihr von mir? Sag mal. Virgil! Danke! Einmal das. Einmal das. Wieso habe ich meinen Zylinder eigentlich nicht auf? Gute magnetische Umkehrung. Wieso habe ich die blöde Brille auf? Die habe ich angewählt. Ah, ich verstehe. Als ich gerade im Dungeon war oder sowas, habe ich auch mal die Brille irgendwie aufgezogen aus irgendeinem seltsamen Grund. Ist eigentlich auch die Brille, die ich eigentlich miteinander wieder wegtun könnte, oder? Ja. Töte die mal, genau. Ich pflück's lang ein Blümchen. Um des lieben Friedens willen. Hier ist jemand, der bestimmt ein Schwertchen dabei hat und da... wo ist der andere? Der da? Ja. Gut, da können wir dem Herrn, keine Ahnung, den Spiel auf jeden Fall noch viel Schwerter gleich verkaufen. Da freut er sich auch ein bisschen. Machen wir ein bisschen Geld für die Kugeln rein. Obwohl ich sagen muss, es ist wahrscheinlich ein Schwert, vielleicht zwei Kugeln wert. Aber nur Kleinfilm macht ja auch Mist. Ja. Kein Angriff mehr. Gut. Nee, ich speichere nicht. Warum auch? Würde mir schon reichen, wenn er mich nicht mehr heilen würde. Hallo! Fragen, Dienste, kaufen. Genau. Kugeln. Wie viel hast du? Du hast 60. Na, immerhin. Willst du dann diese Schwerter hier haben? Wow. Reicht es gerade für eine Münze? Für eine Kugel, so ein Dings. Nee, du hast eh nicht so viele Kugeln dabei gehabt. Von daher muss ich von dir auch nichts kaufen, wirklich. Aber... Konnte man bei dir nicht irgendwas kaufen? Slim Pickens, Handel.
Du hast auf jeden Fall ein Gegengift, was an sich schon mal nicht schlecht ist, bevor der mich wieder heilt. Liebe Virgil, das sieht ja nicht aus. Und du hast auch das, das ist sehr schön. Kohle habe ich noch genug und Kugeln hast du auch. 240, die ich direkt kaufe. So, dann stelle ich gleich noch ein paar Kugeln her. 1, 2. Und mehr gibt's nicht. Und ziehe wieder von dann. Noch kurz gespeichert. Schnell weglaufen, bevor Virgil mich heilt. Wo kommt man hier raus? Hier vorne. Aber lass mich raten. Das wirst du nicht tun, weil du dich jetzt nicht bewegst. Ganz genau. Ach, ist das schön. Ich habe keine Ahnung, warum die Wegpunkte manchmal funktionieren, manchmal nicht funktionieren. Vor allem auf lokalen Karten funktionieren die ganz gerne mal nicht. Also auf der Weltkarte funktionieren sie immer, aber auf lokalen Karten funktionieren sie gerne mal nicht. Das erste Mal auf gar keinen Fall. Das zweite Mal sehen. Was bist du denn? Ja. Du kannst übrigens aufhören. Dankeschön. Ich habe übrigens wieder einen Schicksalspunkt bekommen, das finde ich dann ziemlich geil. Vielleicht für diese komischen Zwerge. Für die komischen, das habe ich komisch gesagt, bin ich bekloppt. Für die netten Zwerge vom Steinmetz, klar. So, gespeichert. Die Weltkarte ist nicht verfügbar, die ist doch da oben, Mann. Willst du mich ver... Willst du bitte aufhören, hier rumzubacken? Ich drücke W und die Karte ist allgemein nicht verfügbar. Aber ist das hier eine No-Go-Area oder wie? Gehen wir eben mal da lang. Die Weltkarte ist nicht verfügbar. Ach, mein Gott. Ich hasse mein Leben. Dann gehen wir eben hoffentlich, wenn du die Wegpunkte akzeptierst. Er akzeptiert sie nicht! Ja! Nicht immer bin ich ein Freund des Bugs. Aber gerne finden sie mich und ich finde sie. Vor allem, weil die neben deiner Karte jetzt auch nicht, also die Lokalkarte auch nicht wahnsinnig klein ist. Also sie ist nicht so groß wie Tarant natürlich, aber für eine Ortschaft auch relativ groß mittlerweile. Ich meine, wir bedenken mal, wie groß das komische Klosterdörfchen da war für den komischen Gott. Das war ja schon bedeutend kleiner. Geht da hin. Ach, jetzt klappt's wohl, hä? So, wir sind auf der Karte. Ich drücke F7. Können wir jetzt wohl bitte... Dankeschön, lieber Herr. Danke. Jetzt geh bitte da hoch. Nach Stillwater. Und wir werden nicht von irgendwelchen molochäischen Händen angegriffen. Gut, wir werden bisher nicht angegriffen, ist in Ordnung. Die Karte füllt sich auch langsam ein bisschen hier. Also hier ist schon relativ viel los mittlerweile. Aber das hätte ich zum Beispiel niemals gefunden. Hätte ich mal so zickzack um die in die Täler der Berge reinlaufen müssen. Das hätte ich im Leben nicht gefunden. Ach, guck mal. Brauche ich mich gar nicht bemühen oder Kugeln zu verschwenden. Nehme ich einfach das Geld und die Kugeln. Vielen Dank. Der andere ist dort. Auch dafür danke ich dir. Oh, warte mal. Kokablätter. Und Kandura-Stängel. 2 Stück. Hier ist er. Reiche Ernte. Nimm diesen blöden Stängel. Ach, ich kann den Stängel sogar in meine Richtung ziehen. Wie lustig ist das denn bitte? Aber das hilft dummerweise, komischerweise, um irgendwas zu ernten. Sinnlos, aber es funktioniert. Über den Baum. Hier war ich da sogar schon mal in der Nähe. Hab sogar ein bisschen gesucht, aber offenbar habe ich es nicht gefunden. Liebes kleines, verborgenes Stillwater, das ich möglichst erst am Morgen betrachten möchte. Und zwar mit gebührlicher Kleidung. Okay, der Herr sieht sehr freundlich aus. Eine Schmiede, der fallende Hammer. Okay, sieht ein bisschen leer aus hier. Stets untertänigst zu Diensten, was benötigt ihr? So ein bisschen Verschneiter hier. Tja, dürfte ich wohl euren Namen erfahren, Sir? Hallo, ich bin Richard Leeks, der Schmied von Stillwater. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Seid gegrüßt, Richard. Darf ich euch einige Fragen stellen? Wie darf ich euch behilflich sein? Erst einmal von Stillwater.
Stillwater, oh, das ist nur ein kleines Dorf. Es war mal ein blühender Ort, damals als Bates seine erste Dampfmaschine gebaut hat. Die Leute glaubten, wir würden hier mal so groß wie Tarant, aber wie ihr seht, ist Stillwater noch immer so wie früher. Ein paar Läden, ein paar Leute, alles in allem ein ziemlich ruhiges Plätzchen. Okay, was gibt es hier zu sehen? Oh, nicht viel, wir haben einen Gasthof und eine Taverne. Falls ihr einen Ort zum Übernachten sucht, Punkt. Neben unseren großartigen Waffen, er deutet lächelnd auf einige seiner Waren, ist das berühmteste an Stillwater wohl der Stillwater Riese. Ah, okay. Ja, oh, einige Leute finden den Kult der Gestiana wohl ein bisschen merkwürdig. Gestiana ist auch eine Göttin, die wir auch irgendwas opfern müssen, nicht wahr? Okay, erstmal, was ist der Stillwater Riese? Der Stillwater Riese, oh, das ist nur eine der hiesigen Legenden. Seit Jahren schon wollen Leute im ganzen Land dieses Ungeheuer gesehen haben. Aber ich persönlich glaube, es ist alles Unsinn. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, so gibt es hier in der Stadt einen Mann namens Stanley Hippington, der euch mehr darüber sagen kann. Okay, ihr sagt, einige der Waffen wären verzaubert, seien magisch, macht ihr das? Erstmal, was ist der Kult der Gestiana? Der Kult? Ach, das ist eine dieser neuen Religionen, die überall wie Pilze aus dem Boden schießen. Die Leute beten die Fruchtbarkeitsgöttin an, veranstalten große Feiern und gehen einem ganz einfach nur auf die Nerven. Heiden, wenn ihr mich fragt. Aber wenn ihr euch trotzdem wenn ihr trotzdem Fragen dazu habt, solltet ihr vielleicht mit Brigida sprechen. Das ist die Hohepriesterin des Kults. Ja. Erstmal, was ist an den hiesigen Waffen denn so besonders? Wir treiben viel Handel mit den Zwergen. Sie haben schließlich das beste Mithrilerz in Getz Arcanum und daraus kann man gut ausbalancierte Waffen herstellen. Außerdem eignet sich Mithril hervorragend für mächtige Zauber. Meine Familie spielt hier in Stillwater schon seit 400 Jahren Schwerter. Ich will ja nicht viele Worte machen, Sohnemann, aber es würde mich wundern, wenn es in diesem Land irgendjemanden gäbe, der mehr von der Spielkunst versteht als ich. Ah, okay, du bist also der Mann für die Spielkunstexpertise, okay. Könnt ihr die Waffen auch verzaubern? Nein, hier in der Gegend gibt es einen Zauberer, der das für mich übernimmt. Er ist ein sturer alter Bock, aber wir kommen gut miteinander aus. Er heißt Cyrus, den habe ich schon mal gehört. Er belegt die Waffen mit einem Zauber. Ich schaue von Zeit zu Zeit bei ihm vorbei und erledige ein paar Arbeiten rund ums Haus. Wobei mir gerade einfällt, welcher Tag ist heute. Du sagst es ihm? Das ist seltsam, der alte Cyrus hätte gestern hier vorbeikommen sollen. Ich hatte noch keine Zeit, nach ihm zu sehen. Und gerade heute habe ich besonders viel mit einem Auftrag für die kaladonische Garde zu tun. Richard wirkt besorgt. Ich hoffe, nur ihm ist nichts zugestoßen. Tja, vielleicht kann ich ihn ja für euch suchen. Naja, ihr scheint mir vertrauenswürdig zu sein. Würde es euch etwas ausmachen, nachzusehen, ob ihm etwas passiert ist? Und wenn ihr mit ihm sprecht, dann sagt ihm gleich, dass ich seine Dienste so schnell wie möglich benötige. Diese Lieferung muss bis Ende der Woche fertig sein. Wenn ihr das für mich tun könnt, dann finde ich sicher eine besonders gute Stillwater-Klinge für euch. Was sagt ihr dazu? Ja, hört sich nach einem guten Geschäft an, das werde ich tun. Ich danke euch, Fremdling. Sein Haus befindet sich nordwestlich von hier. Folgt einfach dem Weg, der aus der Stadt führt. Sobald ihr wisst, dass es dem alten Zauberer gut geht, kehrt zu mir zurück. Okay, darf ich euch ein paar weitere Fragen stellen? Wie darf ich euch behilflich sein? Welche Dienste bietet ihr an, Richard? Welche Dienste bedürftet ihr denn? Ja, würdet ihr das für mich reparieren? Das wäre super. Und zwar meine Rüstung. Ah, ich habe nicht voll gespeichert. Egal, habe ich 2 Haltbarkeit verloren. Naja, gut passiert. Muss nicht sein, passiert aber dummerweise. Bist halt kein Experte, junger Mann. Also nochmal, welche Dienste bietet ihr an? Tauschgeschäft. Ja, habt ihr irgendwas in letzter Zeit Interessantes gehört? Für 9 Münzen? Nein. Vielen Dank, nein. Aber wir können mal gucken, was du so alles zu verkaufen hast. Willst du das hier haben? Ja. Du hast eine Jagdflinte. Schön, dass du sie hast. Eine Schreckensrüstung. 10.000 Gewicht? Mein Gott, Mann. Ich meine, das ist ja schon ziemlich heftig, aber 10.000 Gewicht ist auch ziemlich fett. Vergiftetes Schwert, okay. Mhm. Kugeln hast du. Für 4 Münzen. Kettenhandschuh und diversen anderen Kram, okay. Ja, nehme ich mal so hin, wie es ist. Dann gehen wir mal den Zauberer suchen. Nordwestlich von hier. Also das Ding, was aus dem Dorf rausführt, sagte er mir. Ich gucke auf die Karte, die komplett aufgedeckt ist. Ja, lass uns aber kurz nach Stillwater gehen. Und erstmal den Zauberer beehren. Warum nicht? Speichern wir erstmal. Eins nach dem anderen, wie gesagt. Diese Folge muss übrigens etwas kürzer ausfallen, weil ich heute nicht mehr ganz so viel Zeit habe. Aber die ersten Folgen waren schon relativ lang. Also kürzer 20 Minuten, das ist nicht so tragisch, aber nur mal so als Hinweis schon mal. So, was eine super geile Musik hier. Natürlich, es ist Arcanum, wie es immer, es ist mit super geiler Musik bestückt.
Bist du der Zauberer? Menschendorfbewohner? Freundlich, 95 auch noch. Ich bin mal Augenblick beschäftigt. Könnt ihr wohl später wiederkommen? Okay. Hier ist gar kein Pfad, der aus dem Dorf rausführt. Hier ist der Pfad, der aus dem Dorf rausführt. Klappt ja eh nicht. Mhm. Dieser Mann ist also im Augenblick sehr beschäftigt. Keine Ahnung, was er so macht, aber das werden wir vielleicht noch irgendwann rausfinden. Er hat auf jeden Fall eine Reaktion von 95 vor allem. Obwohl er mich doch gar nicht kannte. Wahrscheinlich ist er auch ein Techniker oder ein Erfinder oder irgendwas in die Richtung. Den könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber eins nach dem anderen, der wird schon wieder entschäftigt werden, wenn wir hier ein bisschen was gemacht haben, wahrscheinlich. Oh, ein Garten. 100! Ich hab doch noch gar nichts gemacht, Leute. Und schon liebt ihr mich alle. Das ist wahrscheinlich der Gärtner Geschenner oder sowas. Wo sie wahrscheinlich alle ganz frivol nackend unter ihren Mänteln herumtanzen. Und Fremde willkommen heißen. Und ihre Gastfreundschaft offerieren. Oh, hier ist Blut. Ihm wird doch wohl hoffentlich nichts passiert sein. Wahrscheinlich wieder ein Tomatenkarren. Okay, sieht alles ziemlich beschädigt und raponiert aus. Eine Karte. Ist die Holztruhe sogar zerbrochen? Ja. Ja. Oh, guck mal. Fußspuren. Da schmeiße ich mir am besten ganz kurz mal eine Schale. Eine Hackschale am besten. Und folge diesen Fußspuren. Und werde ich auf diesen komischen Stillwater-Riesen treffen? Das wäre natürlich lustig. Hätte es ja übrigens genau auf der Schneespur lang gelaufen ist. Gott, wo zum Henker sind wir hier? Hier nach links, wenn ich es richtig sehe, ja. Weitere Fußspuren und okay, ein Durchgang. Ist der Dungeon groß? Ich hoffe nicht. Nö, scheint nicht so groß zu sein. Ach, da muss der Zauberer sein. Wir speichern mal. Ein Zylinder, wie nett. Und heile kleine Wunden, ein ungeschliffener Rubin, eine Taschenuhr. Noch mehr Kram, Gold, 43, Muntermacher. Eine Jacke. Ich habe das Gefühl, hier wurden Leute verspeist. Ich bin nicht ganz sicher, warum, aber es ist, glaube ich, wohl richtig. So, die Tür ist verschlossen, kann ich mit ihr sprechen. Nee. Und lass mich raten, wenn wir jetzt rausgehen, kommt er rein. Oder so. Das ist nicht der Fall. Gut, dann gehen wir wieder rein. Können wir irgendwie das Tor einfach aufmachen? Ich speichere mal ganz kurz. Und versuche es zu knacken erstmal. Klappt hervorragend. Genauso stelle ich mir das Knacken eines Schlosses vor. Ja, dann muss ich wohl wieder den sauren Apfel beißen und euch sagen, Leute, greift dies an. Oh, oder so. Hilfe, holt mich heraus, dieser alte Ogre will mich fressen. Seid ihr Cyrus der Zauberer? Richard Leakes hat mich geschickt, um euch zu suchen. Richard, gesegnet sei dieser Mann. Ich werde alles verzaubern, was er hat, wenn ihr mich hier rausholt. Ich bin Drock Schwarzzahn in die Falle gegangen, einem alten Oger, der schon seit Jahren hier in der Gegend lebt. Bislang hat er mich in Ruhe gelassen, aber jetzt ist er wohl hungrig. Er sagte, er wolle noch etwas holen, um die Suppe zu würzen. Bitte holt mich hier raus. Ich werde mein Bestes tun. Lasst euch nur einen Moment, lasst mir nur einen Moment Zeit, die Situation zu analysieren. Ja. Bitte holt mich hier raus, der Oger kann mir jeden Moment wiederkommen. Ich versuch's ja. Wo waren wir gerade? Ich wollte meine Gefährten anweisen, das aufzubrechen. Klappt super. Greift dieses Tor an. Vielen Dank. Ja, komm doch mal mit. Sockbeekrug angreifen? Nein. Den Sternen sei Dank. Wenn ihr nicht aufgetaut wäret, hätte mich der alte Drock heute Abend zum Zaubereintopf verarbeitet. Ich werde in die Stadt zurücklaufen. Einen schönen Tag noch, Sia. Na gut, einen schönen Tag noch, Cyrus. Übrigens schön, dass Drock könnte der Bruder von Sock sein, was? Haha.
Was? Hochwertiges Breitschwert? Gut, dass ein hochwertiges Breitschwert dabei hast, aber es nicht verwendest gegen den Ogre, aber gut. Wer will schon meckern? Nimm das mal. Geh mal weg. Nimm das mal. Bei diesem Gegenstand ist kein Platz. Wie groß ist dieses Schwert? Wie breit ist dieses Schwert vor allem? Du. Nimm. Den Zylinder behalten wir am besten mal, aber den kannst du haben. Und Sprengstofflehrbücher, das Buch kannst du auch erstmal halten. Und das Ding kannst du mal kurz halten, das brauche ich nämlich nicht sofort. Würdest du bitte dieses blöde Breitschwert jetzt nehmen? Das ist ziemlich groß. Ja, ja, das ist ziemlich groß. Und was ist das? Ein ungeschliffener Rubin. Sehr schön. Vielleicht soll man jetzt nochmal speichern. Ich habe das dumme Gefühl, dass wir nochmal gegen den Herren hier antreten müssen. Lass mich in Ruhe! Du tötest mich noch! Oh Gott! Sehr schön. Vielleicht heile ich ihn lieber selber, bevor du mich hier umbringst. So, jetzt haben wir sollten reichen. Gespeichert. Mhm. Danke für den blöden Käfig-Schlüssel. Aber nun gut, in der nächsten Episode, ich werde schon mal speichern kurz, in der nächsten Episode werden wir noch ein bisschen weiter Stillwater erkunden. Wir werden natürlich nochmal zum Schmied gehen und auch zum Zauberer, damit der mir sagen kann, oder damit mir alle sagen können, wie toll ich doch bin und mir irgendwelche Belohnung geben können. Und wir werden noch ein bisschen, wie gesagt, weiter Stillwater erkunden, also zum Beispiel diesen Tempel der Gestiana oder wie auch immer das Ding hieß. Das wird alles ganz fantastisch werden und danach werden wir uns in Richtung Dingens aufmachen, Quintara. Ich habe das Gefühl, dass wir... Nee, doch nicht. Alles gut. Richtig mit Tara, ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.